Aber wie gesagt, so bastianisch. Gib dir den Typ mal. Ich will mal richtig deine Meinung dazu interessieren. Immer mit dem Wissen, das ist kein Sternekoch, das ist ein Manager, der managt Sachen. Ja, muss das aber jedenfalls als Test-SRG-Mitglied da antreten. Seine Attitüde, das würde mich mal richtig interessieren. Das Ding ist, ich habe ja auch mal in der Gastronomie gearbeitet und wir hatten damals schon Leute im Service, die sich für was Besseres gehalten haben gegenüber den Leuten in der Küche. Das hast du fast immer. Und ich kann mir schon denken, was meine Meinung zu dem Typen ist. Aber hey, um jetzt gerade komplett abzulenken, wir können mit der Hauptstory weitermachen. Ich glaube, wir können das Gaston-Rennen machen. Das werden wir jetzt auch tun. My ladies! I'll sparkle for miles! But you're still alive. And now I'm joining the Rices. Looks like you earned it. Let's see. Well, that can work. Ah, you'll just have a little accident. And presto! A new contestant! What's your handle, lady boy? Yeah. One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Gastown races. Yeah. Well, not too many left to choose from. I'd hurry. Den Outcryer gegeben, was er wollte, und er lässt mich beim Gaston-Rennen starten. Allerdings brauche ich immer noch einen Kämpfer. Ja, wie gesagt, so ein Typ, wie du gerade angesprochen hast, mit diesen Arschloch-Hotelmanagern, also Restaurantmanagern, wie auch immer, darum bereitet er sich ja vor mit dieser Attitüde, mit dieser Persönlichkeit, dass sie auch mit diesen Leuten klarkommen müssen. Aber auf die Art und Weise, wie halt eingesetzt wird, kommt das halt nicht gut zur Geltung. Und dadurch steht er halt selber auch in einem schlechten Licht. Also er benimmt sich halt daneben, also wenn wir ehrlich sein. Aber das ist auch so Sinn und Zweck der Sache, wenn er sie ja vorbereiten soll. Wenn so ein Drill-Sergeant bei der Armee, der streichelt hier auch nicht über den Kopf. Also, ja, nee, klar. Aber es kommt ja immer auf die Art und Weise an, wie. Ne? Das macht ja immer den Unterschied. Wollen wir uns das nach dem Aufnehmen noch angucken, wenn du noch Zeit und Lust hast? Joe Bastianisch. Ja, wenn es da so eine Compilation oder so gibt von mir aus, wenn es keine... Wenn es keine halbe Stunde dauert... Nee, ich glaube nicht. So, was... Hier ist übrigens der Kram, wo wir übernachten sollten und ey, es ist Nacht. Home sweet home. That's gotta be it. Wirklich jetzt? Das hat doch vorhin schon gebrannt. Ja, natürlich hat es für ihn schon gebrannt. Das hätte man schon die ganze Zeit sehen können, auch bei Tag. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Danke. Also, ja. Ja, man muss Prioritäten setzen, das war wichtig. Also ich muss sagen, von unseren Gesprächen gefällt mir auch noch bislang sehr gut, aber die Art und Weise, wie sich das Spiel gerade uns gegenüber nimmt. Race Master Crowtassel rules here! You dare ruffle his feathers! He's the one to see about fighters, but beware, all come here to race, knowing they risk their hu- ist unangebracht und ultimativ ein wenig ekelhaft. Ich find's schon irgendwie auch witzig. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade überhaupt hinfahren, das ist ja eine Nebenmission, die wir hier machen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. This place chills me to the bone. Unholy and profane. Welcher Ort hier in Mad Max ist eigentlich nicht unheilig? Unheilig, genau. Unheimlich. Genau, wir waren geboren, um zu leben. Für den einen Augenblick. Hatten die überhaupt außerdem noch mal einen Hit? Ich glaube nicht. Ich sag mal so, die frühen Sachen hier mit diesem Coffee-Kopf waren halt schon geil. Die hatten halt so ein kleines Cover von Iron Man von Black Sabbath, aber halt auf Deutsch mit Ich bin der Eisenmann, aber nicht eins zu eins gecovert, sondern halt einfach die Thematik hinter dem Song gecovert, einen eigenen Text daraus geschrieben. Und der rockt schon ziemlich geil. Also so das alte Unheilig, bevor sie halt Popradio gemacht haben. Also Popradio war auch noch cool. Also klar, also die Geborenen zu leben ist halt auch ein schönes Lied. Aber die alten Sachen, die haben uns wirklich gerockt. Oh mein Gott.
Ich kann mich hier dran erinnern. Ich kann mich hier dran erinnern. Was denn? Wir werden gleich nochmal, glaube ich, einen Boss treffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wer soll es sein? Wer ist unser Boss? Wir hatten schon Patze, wir hatten Pascal. Ulrich Horstmann. Bei Claudio und mich hatten wir auch schon. Ulrich Horstmann. Okay. Ulrich Horstmann it is. Ja, wir haben mit seinen 14,99 € Büchern mit nicht erst mal am Ledereinband, also absolut an die Alter, also, da habe ich mich kaputt gelacht. Ich habe das meinem Arbeitskollegen vorgelesen, der konnte nicht mehr in diesem scheiß essbaren Lederband. Ja, das hatte ich aus Hannibal Rising, quasi so ein Hannibal Lecter Origin Film. Der Schauspieler davon ist ja auch dieses Jahr leider gestorben. Der hat sich beim Skiunfall das Genick gebrochen, mit gerade mal 35, glaube ich. Und da war es tatsächlich eine Szene mit den Nazis, wo quasi die Nazis halt seine Schwester gegessen haben und ihn dazu gezwungen haben, seine Schwester zu essen. Und die waren natürlich im Winter am Verhungern. Und da haben sie halt so versucht, Bücher zu verbrennen für Wärme. Und dann hat er gesagt, nee, den nicht, aber ich nicht verbrechen. Da ist Leder, das kann man essen. Seitdem okay, verhungernde Nazis, Ledereinband, essen. Und dadurch, dass wir seit 20 Jahren sind, und der Beginn der postapokalyptischen Zukunft ist, kann man da schon mal vorsagen. Wenn das vorhin so gut ist, dass hier ungeschrieben von Klaus Schreibung ja ein wenig unsympathisch wirkt und das auch wahrscheinlich nicht so wissen wird, wenn es ist oder nie existiert hätte. Und das ist dann Ledereinband, das ist dann halt eine Gewinnstation. Also so ein Schmerzigfahrkommand, Ledereinband, bitter. Aber sowas mit Ledereinband für den absoluten Notfall ist ein Gewinn. Da musst du halt ein bisschen mitdenken. Komm. Ah nein, da kommt er von hinten, die dumme Bitch. Ich hätte mir nicht überlegt, dass halt tatsächlich so zu kaufen ist. Der Rest, aber als Claudia sagte, 1490 mit Leder am Band. Aber was willst du mit diesem Buch? Der Inhalt des Buchs interessiert dich doch null. Den Horizont genau, Alter. Also, ich werde wahrscheinlich jedes dritte Buch, wie bei Claudius beschreiben, das dritte Wort nachgucken müssen. So, ey, was labert der da? Hast du dich überhaupt schon mal ansatzweise in Philosophie eingelesen? Dann solltest du dir vielleicht erstmal ein Buch kaufen, was ein bisschen verdaulicher ist, bevor du dir sowas. Nein, das ist deswegen ja mit Leder. Alter, ich. Ja, ich hab die Stelle genauso scheiße in Erinnerung, wie sie ist. Ich glaube, das ist so ziemlich der schwerste Kampf, den ich Neckart Carsten, du fleck mich doch im Arsch, seit noch 4 Jahren. Auch allein dieses Bam. Das ist Carsten. Ach doch mal, wenn du die Finisher machst. Wie er schlägt. Da, eigentlich könnte man für jede Mad Max-Aufnahme von uns so ein Bingo machen. Es wird auch mindestens in jeder Mad Max-Aufnahme einmal Carsten Stahl angesprochen. Dann wird einmal über Star Wars geredet. Einmal geht's um die Zukunft des Kanals. Weil, da habe ich das ja gerade schon sitte, ich wollte eigentlich anfangen mit Shades of Olympus auf den Carsten Lied. Das Problem ist halt, alle Lieder sind mit Untertiteln. Die Untertitel sind so groß, dass wir uns nicht schnell kloppen müssen. Text ist extrem scheiße aus. Also, war jetzt halt leider nicht möglich, weil ich schon die Carsten-Szene, die ich halt nehmen wollte, komplett einzeln isoliert rausgeschnitten hatte. Und du musst dich halt gucken, ja, was mache ich jetzt, also wenn Shades of Olympus nicht geht? Also, wenn das halt nicht so scheiße aussehen würde, weil es ist ja auch. Problem, wenn halt der Untertitel groß einbett ist, die Hälfte des Bildschirms einnimmt und dann sagt Carsten halt was anderes. Macht dann auch keinen Spaß. What the fuck? Passiert hier gerade? Was? Ich weiß es nicht. Du bist in dir selber implodiert. Erst mal Wasser. Einmal durch den Fleischschuh gedreht, erst mal trinken. Es war gerade maximal verwirrend, was hier passiert ist. Ich brauch. Schnell. Trink. Jetzt ist nur noch er hier da. Nee, deswegen hab ich gesagt, bevor ich da so ein halbjahres Video raushaue, wo man den Untertitel sieht oder als so geklopfte Scheiße, die noch wirklich nur gequetscht aussieht. Nee, hab ich's denn doch sein gelassen. Oh Gott, nein. Oh, das sind wieder neue. Oh Gott. Nein. Fuck you!
Nachrichten noch in Frucht, weil ich mal rede, wo du dann heute noch zur Star Wars Convention dieses Jahr eingeladen bist. Der war der Inquisitor von Ewan McGregor da, wo ja auch Rogue One gesprochen wurde. Bad Batch Staffel zeigen. Wie gesagt, wird nächstes Jahr geht die da dann tatsächlich mit Cosplay halt durch diese Convention irgendwo in Europa. Aber hab ich halt auch gesagt, ganz ehrlich, der Tag für dich heute ist ja mal ausnahmsweise richtig geil. Also eigene Wohnung gekriegt, zur Star Wars Convention eingeladen. Geil, freu mich für dich. Ah, fuck. Nach all den Scheißen, die Burkhardt hat, ist es jetzt wirklich verdient. Ja, ich würde jetzt gerne da angemessen drauf reagieren, allerdings bin ich gerade hier ein bisschen konzentriert, also sorry, wenn ich jetzt gerade nicht so richtig auf das reagiere, was du sagst. Ich kann dich, wenn du hier mit deinem fertig bist. Oh Gott. Ja, und bei Jurassic World Dominion, also etwas, das nicht die Filme zu tun hat, auch eine eigene Sache, dass den Tino halt herausgeschmissen wurde von gemerkten Mitarbeitern, die Feierabend machen wollten, weil ich halt bis zu den Endcredits bleiben wollte, also meistens kann ich die Credits noch erzählen. Also bei Jurassic World Dominion, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, erstens tut es nicht, zumindest nicht im Kino, und zweitens, es gibt keine Szene nach den Credits, da ist dann Feierabend. Aber die ganze Zeit den Stress macht, ja Leute, wir machen hier Feierabend, wird geschlossen, aber ich nehme immer noch dunkel, Film läuft noch, ich bezahle nicht für 99,95%, sondern ich bezahle für den Film selber. Und bei unseren Zeiten, Aftercredits sieht man schon immer ein Ding, das ist ja dann erst irgendwie durch Marvel erst so großartig Muster geraten, aber kein Schwert hat, hatte das früher immer. Und ganz ehrlich, der Abspann gehört zum Film, da will ich ihn auch genießen, vor allem, wenn nur noch die Musik kommt. Und da war ich echt nicht so richtig nervt, nur Filmmitarbeitern, die jetzt schließen wollen, da herausgeschmissen werden, obwohl der Film dann noch läuft. Also ich bezahle ja Geld für den kompletten Film und nicht für 99,95% des Films. Ich bezahle für 100%. Und für nicht weniger als 100%. Oh Gott. Hilfe. Alter, der Typ. Ich kann mich noch erinnern, wie oft ich hier damals gestorben bin. Bis jetzt kriege ich das ganz solide hin hier. Ich werde dich irritieren, deine Feinde mit meinen Kommentaren. Ich höre dir eigentlich fast gar nicht zu, muss ich leider sagen, weil ich gerade so hart konzentriert bin auf den Scheiß hier. Ja, ich kann nichts dafür. Ich würde dir gerne zuhören. Es ist nicht so, dass ich dich absichtlich ignoriere oder so. Aber ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Und verstehst. Aber guck, gerade eben konntest du für mich schaffen. Jetzt. Oh, Borderlands, nicht um Maske. Ja. So. It's over. Here it is. Time to signal the Fry. Alter. Oh, okay, jetzt muss der zu Ende ist. Star Wars Convention Thema. Ja, wer wurde auf die Star Wars Convention eingeladen? Ja, Marina, die Zergfin, also okay. Ukrainerin. Ich sag ganz ehrlich, dann war für sie heute ein richtig geiler Tag. Also, eigene Wohnung zugesichert, das ist ein bisschen dieser Obdachlosenstress. Also, ich nenne es einfach mal so, diese drohende Obdachlosigkeit. Erstmal weg, Thema. Ich habe auch gesagt, also, ich kam mir selber beschwert vor, als ich das so gesagt habe, aber ich habe es wirklich ernst gemeint. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, sie ist jetzt gerade obdachlos, wäre ich wirklich in der Regio, dann hätte ich jetzt in der Regio gesessen. Und wer hinfahren hätte, hierher geholt. Und ich habe gesagt, so spät als in diesem Bereich, ich gesagt, ganz ehrlich, stell dir das einfach mal vor, da kommen so Typen an, die sehen, ich nehme mich dann mit, und die denken, ich will irgendwas Böses tun, so nach dem Motto, so ein perverser Insel und so weiter, weil das hatte die ja schon, die war jetzt erst nicht in Deutschland, sondern glaube ich in Dänemark oder so. Und da gab es halt tatsächlich jemanden, der versucht hat, ihre Notsituation auszunutzen, dann in Deutschland noch einmal, wo aber sofort reagiert wurde. Also es gibt anscheinend mehrere Personen draußen, die meinten auch geil, traumatisierte ukrainische Kriegsflüchtlinge, ein Wegstecken, geil, leichte Beute, also widerwärtig, absolut widerwärtig. Es gibt immer so einen Menschendreck, also das. Ja, aber vorhin, sie hat zweimal einmal in Dänemark oder in Norwegen, wo sie zuerst war, da hat sie halt zuerst gewohnt, dann hat er das versucht und ist halt nach Deutschland geflohen daraufhin. Also stell dir mal vor, nimmst du einen Flüchtling bei dir auf, weil du ficken willst, also, Also, da meldet sich doch irgendwo noch der Mensch in dir, also. Nee, bei manchen Menschen gibt's ja einfach keinen Mensch, der sich da, das sind einfach perverse Idioten. Ja, und wie gesagt, bei der anderen war das halt von der Person, die sie halt aufgenommen hat, halt der Ex, der halt auch ausgenutzt hat, dass sie halt noch nicht grundsätzlich von ihm gesprochen hat, der halt auch meinte, vögeln zu wollen. Und das ist wirklich absolut widerwärtig. Okay, warte, ich hab mal Dialog jetzt. Oh, a wanderer comes. I, Crow Dazzle, bid you welcome to the Circle of Light. To the Circle of...
Wait. I see you're not. Du kannst mal springen, das hatten wir. Das hatten wir schon. I'm looking for a fighter to join the Gastown race. They say you know them all. A shiny crow such as I is easily flattered. I may help you after all. Give me a name. Only but one left. Tenderloin. She used to ramble large. Now she sucks the mask day and night. But Crow thinks a shot at the bigs could make a bad girl right. Where is she? Out back, up in that gas. But tread careful. She still loves her a good murder. Ah. Nee, aber wie gesagt, stell dir mal vor, das klingt ja auch für meine Augen, also für meine Ohren, merkwürdig und seltsam. Das ist ja wirklich eine Notsituation. Und wenn ich mir vorstelle, so jemand, der mich jetzt halt nicht kennt, der wirklich nicht wüsste, dass da ein guter Tent ist, der steckt, stell dir mal vor, der steckt mich mit diesen Typen in die gleiche Kategorie, die werden dann ins Krankenhaus geprügelt, weil ihr denkt, ich zieh die jetzt ab und dann ist sie weg. Obwohl ich es ja wirklich nur gut meine. Deswegen hatte ich auch gesagt, falls die Situation nochmal kommt, sollte sie irgendwie diese Wohnung verliert oder noch mit irgendwas ganz Unfähiges. Es kommt, mein Angebot steht halt trotzdem, um mir halt auch weiter noch diese Angst zu nehmen vor Obdachlosigkeit. Du weißt jetzt, wenn da jetzt wieder Scheiße läuft, dass immer noch dieses Angebot steht, dass auch da danach halt nicht in diese gleichen Muster zurückverfällt. Der O-Ring ist keine einfache Todesfahrt, er ist Klon der Selzheim. Von den hohen Hügeln aus kann man das gnadenlose Nichts des Ödlands zu der toten Leere überblicken. Manchmal treiben sich Fahrer am Gebiet des O-Rings herum und versuchen, den Mut aufzubringen, sich auf eine von Crows Todesfahrten zu wagen. Meist hat die Furcht sie Verzweiflung getrieben oder sie sind einfach unbenebelt. Also sollte man vorsichtig sein, wie man sie konfrontiert. Ah, Crow Dazzle's Heimat. I need a fighter. What is my sucker to say to me? You wanna fight me? No, I need a fighter. Someone to partner up for the Gastown races. Melina, Mortal Kombat. Ah, oh, races. The taste of blood on your lips. Your own. Someone else's. It don't matter. You're alive while death is all around. Do you want to join me? Yeah. If you do something for me first, square my debt with Crow Dazzle, and I swear I'll get sober and murder up with you. Ich glaube, ihre Stimme ist die von Ventress aus The Clone Wars. Also, sie klingt wirklich wie so ein Rauching, fast wie Ventress. The killing and the fuming. Now where my map? Ich hasse es, dass das Spiel das macht. The killing and the fuming. Now where my mask at? Tenderloin ist eine professionelle Kämpferin und Veteranin der Gastown-Rennen sowie anderer blutiger Sportarten. Wenn sie gerade nicht kämpft, schnüffelt sie Inhalationsmittel wie Lachgas, Benzin oder Dunst. Ihr Ziel ist es, entweder nichts mitzukriegen oder in der Arena zu kämpfen. Diese zwei Extreme sind das Einzige, was das Leben für sie lebenswert macht. Fantastisch. Das klingt doch spaßig. So, ich hoffe, wir müssen für Crow Dazzle jetzt keine super unangenehme Kacke machen. Crow! Tenderloin's dead. Ha! That's her deal? A crafty fumehead she is. Crow can lift a wing and wipe the slate clean. But my charity ain't free. State your wish. Lowdown as such. You race for Crow, here, now. You bring the chills, and the spills, and the people drop bills. I let her debt slide. Fine. Not so fast, Buck. You ain't racing that funky junk here. That rubber ain't fit for my finery. Only speed demons on this track. You tune that car right, then you race my blacktop. Oh nein, ich will wieder irgendwas tun. Faster. Yes, sir. Faster I can do. But I need parts. Then we go get them.